wollen die Zeit aber mehr als sinnvoll nutzen. Ich begrüße Klaus Olshausen hier. Herr Olshausen, Sie waren der Mann in Brüssel, der die Verbindung hatte zwischen NATO und der Politik als Drei-Sterne-General. Jetzt Herrn Stoltenberg eben gehört. Er will die Eingreiftruppe massiv erhöhen von über 40.000 auf über 300.000. Ist das einzuordnen? Ich glaube, das ist klar erkennbar, dass erkannt worden ist, wie schnell zum Beispiel russische Verlegungen Veränderungen herbeiführen können. Und dass insbesondere natürlich die osteuropäischen Staaten daran interessiert sind, über die jetzigen mit Bataillonsgröße vorhandenen Kräfte stärker unterstützt zu werden. Offensichtlich ist es aber immer noch so, dass die größere Zahl dieser Truppen nicht nach vorne verlegt wird, sondern nur im Alarmfall. Aber das setzt natürlich voraus, wie auch Herr Stoltenberg gesagt hat, dass vieles vorne stationiert werden muss, also vorgehalten werden muss, ähnlich wie wir früher bei Reforger-Exercises ja auch das Gerät schon vor Ort hatten und eigentlich dann nur noch sozusagen das Personal nachführen mussten. Das wird sicherlich ziemlich kompliziert noch sein, um das vorzubereiten. Aber es ist eine, ich sage das mal so, eine Größenordnungsnummer, die schon anders ist als diejenige, die wir bisher für die Verteidigung, mögliche Verteidigung der osteuropäischen Staaten, insbesondere der baltischen Staaten, haben. Und es passt auch insofern, als die Drohung sozusagen, die Hinweise von Russland, was sie machen würden, wenn Litauen nicht die Sanktionsdurchleitung aufgibt oder die Sperrung. Das ist schon ganz gut, wenn jetzt gerade noch vor dem Gipfel eine solche Aussage auch diese Äußerungen der Russen in eine Perspektive rückt. Was heißt das für die Bundeswehr, die Soldatinnen und Soldaten und auch für Deutschland als politisches Land, das die Bundeswehr stellt? Nun, man wird sehen, welcher Anteil dieser 300.000er-Gruppe auf Deutschland entfällt, aber sicherlich kein unerheblicher. Und das bedeutet, dass wir noch stärker und noch mehr eine Truppe brauchen, die voll ausgerüstet ist, die überhaupt einer solchen schnellen Einsatzforderung auch genügen kann. Das wird auch nicht von heute auf morgen geschehen. Wir müssen aber jetzt, was wir in Gang gesetzt haben, mit dem Sondervermögen, mit den 100 Milliarden wirklich in die Gänge kommen und jedes Jahr, jede halbe Jahr Truppenteile so ausstatten, dass sie dann zu dieser Größenordnung von 300.000 beitragen können. Überzeugt Sie das, was die Bundesregierung tut, was die NATO jetzt tut, um sozusagen Russland Herr zu werden? Also es ist wichtig, dass wir diese Truppe zeigen. Abschreckung hat zwei Seiten. Einmal das Abhalten des Gegners und das andere die Rückversicherung der eigenen heute. Ein britischer Politiker hat mal gesagt, es ist 95% Rückversicherung und 5% Abschreckung, Abhaltung. Also es wird sicherlich für alle die, die dort vor Ort sind, eine große Rolle spielen. Ich habe heute Morgen in Deutschlandfunk die Sendung gehört, wo in Litauen jetzt Schüler ausgebildet werden in Selbstrettung und so weiter, die also denen bewusst gemacht wird, unter welcher Gefahr sie schnell leben können und dass das in Litauen auf große Zustimmung auch bei den Eltern stößt, dass man diese vorbereitenden Maßnahmen trifft. Also das Gefüge, das Gefühl, hier ist eine Sache in Veränderung, auf die wir uns vorbereiten müssen, auf die wir uns einstellen müssen, die ist sicherlich in den osteuropäischen Staaten noch bedeutsamer. Und die Beurteilung der Embargo-Folgen oder der Reduzierung oder der Sanktion, die wir bei uns diskutieren, die wird dort gar nicht so diskutiert. Dort ist die Bedrohungslage durch Russland viel prominenter als bei uns. Bei uns geht es immer noch um die Frage der Preiserhöhung und wie wir über den Winter kommen. Die haben schon ganz andere, sage ich mal, Sorgen und Dinge, auf die sie sich einstellen müssen. Wie ordnen Sie jetzt diese ganze Diskussion ein, dass Putin auch wieder die atomaren Waffen ins Spiel bringt, mit einer Selbstverständlichkeit, die führende westliche Politiker, Olaf Scholz unter anderem, zutiefst erschreckt, weil es quasi als verlängerter Arm einer Politik, die einen Krieg führt und dann sozusagen einen Atomschlag machen darf, generalisiert. Wie ordnen Sie das ein? Also natürlich muss man das sehr sorgfältig beobachten, wann das kommt, wie schnell das kommt, was er wirklich damit vorhat. Im Grunde genommen zielt er aber auf die Selbstabschreckung in den westlichen Staaten. Jetzt droht er mit Nuklearwaffen, also wir müssen uns weiter zurückhalten. Das führt schnell wieder dazu zu sagen, können wir dieses oder jenes der Ukraine noch liefern? Und das darf aus meiner Sicht nicht eintreten. Wir dürfen uns nicht durch diese Maßnahmen von Putin lähmen lassen, denn
eins ist auch klar, Selenskyj hat das mal sehr am Anfang gesagt, als diese Debatte aufkam, er hielt Putin für einen Mörder, aber nicht für einen Selbstmörder. Mhm. Also insofern muss man diese Art, wie er handelt, immer auch sehen, eine Beeinflussung der westlichen Position bei der Bevölkerung, aber auch in der Politik. Und hier muss man, sagen wir, klaren Kurs fahren. Es kommt jetzt darauf an, dass der militärische Vorstoß der Russen durch die Ukrainer gestoppt werden kann. Und alles, was dazu helfen kann, muss man tun. Und der Selenskyj hat ja heute Morgen und schon gestern gesagt, Luftabwehrdinge sollten nicht auf den Truppenübungsplätzen der Verbündeten stehen, sondern in seinem Land. Und da ist sicher was dran, wenn man wieder die Raketen, massierten Raketenangriffe gesehen hat. Ein weiterer Punkt, der gar nicht in der Frontlinie an Land eine Rolle spielt, sind die Raketen, die Antischiffsraketen, die Ukraine bräuchte, um nicht nur die Russen auf Distanz zu halten, sondern möglicherweise sogar Verluste herbeizuführen, um dann die Möglichkeiten für den Export von Weizen zu verbessern. Auch hier muss der UN-Generalsekretär und die internationale Gemeinschaft endlich überlegen, wie sie einen Geleitzug zusammenstellen können, der so geschützt ist, möglicherweise durch Seestreitkräfte von Nicht-NATO-Staaten, dass es den Russen schwerer fällt, diesen Geleitzug anzugreifen. Und das Angreifen eines solchen Geleitzuges wäre ja wirklich eine profunde Veränderung des Kriegsverhaltens. Aber hier sind alle Staaten gefordert, aber der UN-Generalsekretär und die Vollversammlung. Denn wir werden ja keinen UN-Sicherheitsbeschluss kriegen, weil das russische Veto das verhindern wird. Aber wir haben schon einmal Responsibility to protect. Und was könnte man mehr schützen als die Menschen, die vor dem Verhungern stehen? Ja. Und dann muss man aus meiner Sicht eingreifen und die Initiative ergreifen und nicht vor dem Drohen russischer Gegenmaßnahmen erschrecken. Welchen Eindruck macht Volodymyr Selenskyj eigentlich auf Sie? Also seit er tätig wurde als Präsident im Krieg, hat er sich aus meiner Sicht dermaßen konzentriert und immer wieder auf seine Gesprächspartner eingestellt, hat immer genau gewusst, wo er diese abholen muss, was für diese jeweiligen Parlamente oder für die Regierung von Bedeutung ist und was er braucht. Ich meine, der Hinweis, ich brauche keine Mitfahrgelegenheit, der Hinweis, ich brauche Waffen, Waffen, Waffen und nicht nur Solidarität, aber er weiß auch, dass er dringend die Sanktionen braucht gegen Russland, weil ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Ich glaube, Goethe wird es zugeschrieben. Zum Krieg führen braucht man drei Dinge. Geld, Geld, Geld. Und wenn es uns gelingt, diese Geldmenge für Putin zu reduzieren, dann ist das ein wichtiger Punkt, der allerdings nicht kurzfristig von heute auf morgen wirken kann. Das heißt, er wird wirklich auch ernst genommen? Also ich halte, er hat ja gestern eine sehr wichtige Bemerkung gemacht. Wir Ukrainer sind an einem wichtigen Punkt, emotional. Wir müssen uns die Frage stellen, was wir noch schaffen können. Und wenn er diese Frage stellt, dann kommt es umso mehr darauf an, dass die, die sagen, wir sind für die territoriale Integrität der Ukraine, dass sie wiederhergestellt wird, dass wir da auch eingreifen. Herr Holzhausen, danke für den Augenblick. Wir sprechen gleich weiter.